So, ganz kurzes Update-Video. Ich habe ja gesagt, das erste Update soll eigentlich Freitag kommen, aber ich hatte ein bisschen viel zu tun. Das war das Problem. So, folgendes, das hier ist Level 2. Ja. Was habe ich noch? Ist ja nicht sichtbar. Das habe ich versteckt. Und wie man sieht, gibt es hier auch ein paar kleinere Probleme, zum Beispiel hier bei den Partikeleffekten. Wenn ich die von einer bestimmten Seite anschaue, die sind nur sichtbar, wenn ich die von einer Seite anschaue. Ich weiß nicht warum, ich habe mit an denen schon rumgespielt, wer weiß, muss ich mal noch schauen, dass ich das hinkriege, dass die von zwei Seiten sichtbar sind. Und weil das kann so nicht, das ist so nicht schön, war nicht in Ordnung. Dann, was habe ich noch gemacht? Dann habe ich versucht, hier die Soundeffekte von den einzelnen Dingern hinzukriegen. Das hat aber auch irgendwie nicht funktioniert. Also die Soundeffekte von diesen Teilen funktionieren immer noch nicht. Dann muss ich mal bei den einzelnen Objekten weiter basteln. So, wie man sieht, hier haben wir Kanonen. Also die Kugeln, die da abgefeuert werden, die verschwinden, derzeit verschwinden die einfach nur. Da muss ich noch einen Explosionseffekt hinzufügen. Ja, und dann habe ich wieder das Problem mit dem Soundeffekt. Aber gerade der Explosionseffekt, das denke ich, da wird beim nächsten Update mit dabei sein. Na, hoffentlich, dass ich dann endlich die Sounds hinkrieg. So, und dann hat ich noch gesagt, ich wollte das Menü so bauen, dass man es nur mit dem Controller nutzen kann. Und da habe ich das erste Menü quasi jetzt einigermaßen fertig. Allerdings nur für 3D. 2D kommt vielleicht später mal. Ja, genau, machen wir hier so. Genau. Das ist jetzt eine neue Version vom Ding. Das ist ja, es kann sein, dass das manchmal stockt wegen dem Laden von den einzelnen Bildern. Das funktioniert mit einer SSD wahrscheinlich deutlich besser. Ja, so, also für das Menü brauchen wir keine Tastatur mehr, keine Maus mehr. Sondern kann man jetzt mittlerweile nur mit Controller oder Tastatur steuern. Das hier wäre das Menü, plane ich dann als nächstes umzubauen. So dass man das dann als nächstes mit dem Controller steuern kann. Oh. Was für ein Glück, dass ich noch nicht hochgeladen habe. Tats haben wir doch tatsächlich noch den einen oder anderen Fehler. Ah, du musst doch heute noch mal ein bisschen basteln, bevor ich das hochlade. Aber Update kommt dann bald. So, allerdings, ob ich das nächste Update, was da kommt, wisch noch nicht so genau, in 2 Wochen ungefähr, weil erstmal, wie gesagt, bei mir ist halt momentan ein bisschen viel Chaos. Muss mal schauen. Dann halt diese blöden Fehler, wo ich einfach nicht weiß, wo es ran liegt. Und ja, und dann habe ich halt hier wieder mal ein Tutorial gefunden für Werbeanzeigen in den Programmen. Und da will ich auch mal ein bisschen basteln, in der Hoffnung, dass das dann endlich mit dem, was hier angegeben ist, endlich funktioniert. Dann könnte ich mir nämlich auch überlegen, endlich mal kleinere Projekte anzugehen, die sich über Werbeanzeigen finanzieren. Allerdings werde ich diese Projekte dann ganz klar von den Projekten auf dem PC trennen, weil das habe ich mit diesem ersten Projekt jetzt einmal hinter mir.
Das machst du nicht nochmal. PC und Android-Projekte zusammen. Das ist Schrott. So. Ja, das war's eigentlich. Auch schon wieder. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. So. Mal schauen, wenn ich das hochlade. Ob ich das Dingsbums mache oder ob ich, ja, es fehlt mir die Sprache. Gut. Ja, gut. Ja. Ach ja, ob ich das jetzt hier heute noch, wenn ich den Fehler behebe hier, ob ich das heute noch hochlade oder ob das erst morgen wird. Mal schauen, was ich bis in 2 Wochen hinkriege. Auf jeden Fall, ich denke, auf jeden Fall kriege ich da schon. Auf jeden Fall kriege ich da, wo haben wir es? Nee, ach, das sind Objekte. War schon gar nicht. Ah ja, was im Ordner auffallen sollte, hier ist noch dann auch teilweise Junk vom, also Müll vom, alle Dinge. Level 2 hatte ich gemacht, ne? Schön, Level 3, war das? Also 2D hatte ich. Ja, Level 3, das wird interessant. Dann muss ich dann hier für diesen, dann, da kommt dann auch der erste, sich durch Level bewegen, die Gegner. Wird interessant. So, ja, das. Ja, das, aber das schaue ich, dass ich auf jeden Fall ein Level mehr dann beim nächsten Update reinbringen. Mindestens eins. Ja, das war's eigentlich schon wieder. Jetzt hoffe ich, dass ich nichts mehr vergessen habe. So, wo ist OBS?